Gegen 13 Uhr ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall, an dem ein LKW sowie zwei Autos beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein LKW-Fahrer bei seinem Überholvorgang den auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW. Als der Fahrzeugführer des VW von dem LKW-Fahrer nach links abgedrängt wurde, kollidierte dieser auf Höhe des linken Fahrstreifens mit einem herannahenden Audi. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer des LKW und VW blieben unverletzt. Der leicht verletzte Fahrzeugführer des Audis wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Vor der Unfallstelle staute sich der Verkehr auf etwa 4 Kilometer zurück. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.